Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 mit Emily Bloody Eyes und Medusachen in Koop auf dem Eisplaneten und in dem Emergency Shower. Aha. Also, wenn du erste Hilfe brauchst, gehst du erstmal duschen. Ja, ist richtig. Und jetzt komm her, beweg Quatsch. deinen Arsch hierher. Ich bin da. Nein, Quatsch. Es ist natürlich Dekontamination. Leute. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Ja. Ah, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Ja, kennen wir doch schon, nichts Neues. Schade. Ich wollte extra noch den anderen kriegen. Oh ja, das sah so sexy aus. Ich hab's an dir zerbrochen, es war so gut. Es hat so gut getan. Das denke ich mir. Wenigstens denkst du überhaupt an mich. Natürlich, mein Inventar ist voll. Yay. Okay. Da wird er aufs Rausspringen nachher. Mit Sicherheit. Wir müssen drei Dinger finden. Eins habe ich schon gesehen, das ist direkt unter uns. Da. Aber ich krieg das von hier nicht. Und die Aufgabe erinnert mich auch schon an eine andere Aufgabe. Und wir haben die Stange immer noch nicht gefunden. Das heißt, wir haben können in einen Raum nicht reingehen. Und? Passiert irgendwo irgendwas? Weiß nicht. Aha. Okay. Was hast du mir gegeben? Ein Korb. Oh, du hast mein Geschenk gehalten. Das ist aber schön. Will ich aber gar nicht, nicht von dir. Hallo? Kann ich da drauf? Oh, ich hab mich wirklich in Unkosten gestürzt dafür. Ja. Zeit zu stöhnen, oder? Was? Wenn ich unten bin. Oh, ich höre Gegner. Du bist unten, also. Oh, ja. Schön, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin noch auf der Leiter, aber ich höre auch irgendwas. Nein, oder? Spiel. Nein, oder? Ich bin runtergeklettert, das Ding ist hinter mir explodiert, aber da kam nichts raus. Oh Gott, oh ja, das tut gut. So, da kommt jetzt das zweite Teil hier. Komm, gib's mir. Ja, toll. Also man kann hier aber auch runterspringen. Was gibst du mir schon wieder, du Penner? Warum? Weil mein Inventar voll ist. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn man hier runterfallen kann, warum macht man dann hier dieses Ding da? Warte mal, bleib mal unten. In der Mitte von der Brücke. Ich versuch mal was. Ja, toll. Ich habe ganz böse Gedanken. Was? Sie lässt mich alleine. Wie kann sie mir das antun? Hallo. Hi. So. Die Geräuschkulisse ist gerade sehr interessant. Ja, da kommt ein Aufzug zu dir. Oh, hi. Na, und jetzt holst du das Teil daraus. Hallo? Ah. Nee. Nein? Kannst du da rein jetzt. Oder so? Sehr gut. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig zurück. Sein. Ja, bin dabei. Freut mich. Hallo, möchtest du hier bitte jetzt mal an die Leiter? Isaac? Leiter? Habt ihr Streit, ihr zwei? Ja, Süßen. Er möchte gerade nicht, dass ich die Leiter benutze. Er möchte gerade nicht, ah ja. Jetzt möchte er. Na, so langsam wird aber Zeit. Ja, na besser, er kommt zu spät als zu früh. Wir sind so nicht jugendfrei, ist ja unglaublich. Das Spiel ist auch nicht jugendfrei, passt auf. Mr. Kokosa, ich finde das jetzt halt aber auch nicht. Hallo Hasi, ich bin wieder da. Okay, das macht mir Angst. Ich glaube, du machst mir mehr Angst als das Spiel. So war die Abmachung.
Na, ne. Wow, was bist du denn für einer? Du siehst hässlich aus. Aua! Das hat wehgetan, mein Freund. Aua! Kannst du mal aufhören? Wow. Wie kann man den denn attackieren? Ach, da oben. Wow! Hallo, Alter. Kannst du mal aufhören? Manu. Wo sind denn seine Stellen? Da oben. Alter, ich bin tot. Ich wollte gerade ein Medipack nehmen, aber... Ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich noch nicht gestorben bin. Ja, dafür mache ich das jetzt. Na, das war jetzt nicht geplant. Natürlich, und der Aufzug ist hinter uns verriegelt. Wow. Aua. Du bist mit der Schrottflinte aber ganz schlecht im präzise Zielen, das weißt du schon. Ja, bin ich, weiß ich, aber trotzdem. Das hat bis jetzt ganz gut geholfen. Wow, aua. Warum bist du da in der Ecke? Weiß ich nicht. Wow. Nein, Isaac, gehst du mal ein bisschen dichter, bitte? Wow, hallo. Wo ist das Viech jetzt? Ach, da. Okay, verreckt das jetzt? Maybe. No, es kommt zu mir. Nein. Geh weg. Geh weg. Hasi Muckel. Ah, oh, ich habe gerade gar nichts getroffen. Ich habe mal wieder mit meiner Schrotflinte gerade. Ja, zu mir. Ah, jetzt habe ich wieder ein Medipack genutzt, obwohl ich es gar nicht wollte. Nein. Geh, 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 geh. Lauf einfach irgendwo hin. Wow! Ich wollte mich hinter der Kiste verstecken. Nein! Nachladen, schnell! Los, Isaac! Bisschen schneller. Nein, hallo? Das Fass geht nicht kaputt, ach scheiße. Oh, das Ding verreckt jetzt, so langsam. Hm, hoffentlich. Das Ding geht hinter dir. Oh, das klettert nach oben und rennt weg. Vielleicht fällt es dann auch auf uns. Hören. Eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Lagen die Fackeln auch schon vor, davor da? Das habe ich mich auch schon gefragt. Nein, warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln gelassen und die brennen noch. Oh Gott. Hm. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Ja, die haben sich doch davor schon umgebracht. Vor allen Dingen so viele, ne? Ja, ja. Auf einer Stelle. So. Aber ich kam mit der Schrotflinte dabei ganz gut klar. Da hat teilweise die ganz gut abgetrennt da. Na, wenn du das aber meinst. War so. Jetzt habe ich aber auch nur noch 3 Medipacks. Da waren wir schon mal. Wie immer. Nein, oder? Doch, ich glaube. Ja, super. Das können wir immer noch nicht machen. Muss mir lang da noch. Da liegt aber Neues rum, oder? Ich habe einmal so Matgel jetzt gekriegt. Ah, das ist so ein Viech. Wie cool. Ja, ja, das war so ein Viech da drinnen. So ein spinneartiges Ding. Okay, also ich vermute, hinter dieser Tür war auch noch etwas, aber wir müssen uns an der Bank so solche Stangen herstellen. Mhm. Mist. Die Frage ist, ob dahinter nur die optionale Mission war oder ob dahinter wirklich etwas Wichtiges war. Weiß ich nicht, das werden wir vielleicht noch mitkriegen, das weiß ich. Ich höre was. Rechts. Au, fuck, Alter, da hinten was? Sind sie. Was wo dahinter? Ich sehe da, genau. Meine ich doch. Oh nein, das sind wieder kleine Drecksviecher.
Links oben? Was ist das denn? Ich weiß nicht. Da fliegt etwas. Ich glaube, das ist Danik. Auf jeden Fall ist es nicht gut für uns. Was ist das? Ich krieg... Ich weiß nicht, was... Ist das, fliegt das oder geht das? Das ich weiß es nicht. Jetzt kommt auf uns zu. Granate! Ich würde mal sagen, ich habe ihn zerlegt. Ja, ich auch. Ich habe ihn zerlegt. Aber ich habe doch gesagt, da nichts, Leute. Ja, das war jetzt auch überhaupt nicht offensichtlich irgendwie. Ich höre aber immer noch was, oder? Rechts. Jetzt hast du dir an der Schrottflinte gefallen getan, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ne, die ist cool. Die macht ordentlich Wumms. Das merke ich schon seit ein paar Folgen. Das war die ganze letzte Aufnahme, ne? Ja, und jetzt habe ich das mal selber ausprobieren wollen und ich muss sagen, ich bin wirklich auf den Geschmack gekommen. Jetzt muss ich mir schleunigst eine bessere Waffe bauen, als du hast. Pff, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber ich crafte meine ja dann auch demnächst wieder. So. Da lang, was mal? Ist dahinter was? Nein. Aber das mit dem Nebel ist schon ziemlich cool, weil man wirklich nichts sieht. Ja. Ich sehe da hinten, oh, dieses Symbol, es leuchtet in der Ferne. Ja, ja. Da kommt hier was raus? Nee. Das hätte ich mir jetzt auch noch vorstellen können, dass da jetzt so Jumpscare-like was rauskommt. Ein Fahrstuhl haben wir auch lange nicht mehr gesehen. So sieht's aus. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Ich sehe, wir müssen nach links. Ich muss halt nach rechts, aber nicht. Das wäre natürlich verriegelt. Quatsch. Aber hier waren wir doch auch schon mal. Ist doch wie immer. Und wie viele Aufzüge müssen wir denn noch fahren? Mit so vielen, bis wir da sind. Das sieht irgendwie lustig aus. Naja. Oh, das sieht geil aus, irgendwie. So von der Art her. Hier waren wir auch schon wenigstens dreimal am Ende der letzten Aufnahme. Ja, es sieht trotzdem cool aus, irgendwie. Dieses Gebilde da hat schon was. So. Muss mal hier rein. Ja, nee. Das war das, was wir gehackt hatten, ne? Nee, das ist noch was von letzten Aufnahme. Und da ist jetzt dieser Motorraum vom Anfang dieser Aufnahme. Aber da ist eine Werkbank. Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch ran. Was müssen wir denn machen? Nee, da müssen wir nicht ran. Na, mussten wir nicht eigentlich noch diese Sachen zusammenbauen? Wir wollten die bauen, aber warte, was ist die Aufgabe? Wenn Santos recht hat, werden uns die Nervenbahnen dieses Versuchsobjekts den Weg zur Maschine weisen. Gemäß SCAF-Forschungsloch führt allerdings der einzige Weg, an diese Informationen zu gelangen, über eine Versuchsobjektsonde. Achso, ja doch, wir können die bauen. Na gut. Obwohl meine Ortung was anderes sagt. Ja, die Ortung hat auch ein bisschen, Problemen. Aber gut. Doch, da sollen wir von alle Teilen gesammelt herstellen. Und ich will jetzt speichern. Oh, nee. Na gut. Ja, neue Plättchen gefunden, zwei Boards sind zurück. Diese Superwaffe hat aber auch einen anderen Platz. Und ich will jetzt safe. Mein safe ist aber auch gleich voll. Mein safe ist voll. Auch nicht schlecht. Und ich wollte Objekte herstellen, und zwar diese... Ich kann die gar nicht herstellen, oder? Doch. Ja, nochmal. Zwei. Ich habe jetzt vier Stangen. Sollen wir zurück? In diesen Raum? Ja, warte mal einen Moment kurz. Sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Das ist übrigens... Also, du bist noch am Dings.
Ja, bin ich, aber... Du kannst es trotzdem erzählen, ist ja nicht das Problem. Nein, ich wollte dir diese Superwaffe zeigen, weil ich musste die jetzt in mein Inventar reintun. Und die sieht, liebe Zuschauer, so aus. Ich weiß nicht, warum das jetzt eine Sonderwaffe ist. Aber ich heb das selber auf. Man weiß ja nie. Und ich würde vorschlagen, wir können ja den Rest dieser Folge dazu nutzen, noch einmal durchzulaufen. In diesem Raum, falls wir überhaupt dazu kommen. Das ist ja auch so fragwürdig. Oder wir können das ja offscreen versuchen. Mir ist das egal, wie wir das am besten machen. Weil, ich habe jetzt mir diese Stangen erstellt. Da könnten wir jetzt in ein paar Räumen rein, die wir jetzt aber verpasst haben. Wir können ja so machen, dass, wir haben ja aber jetzt halt noch ein paar Minuten, aber jetzt nicht mehr so viel. Wir laufen jetzt zurück und dann versuchen wir das, obwohl ich Zweifel daran habe, ob es klappt. Und am Anfang nächster Folge sehen wir uns dann direkt hier wieder. Für die Leute, die das nicht interessiert, können jetzt einfach nur gleich die nächste Folge anklicken, oder? Ja, wie gesagt, mir ist das... Bumpe. War das schon so? Ich wollte sagen, wieso ist das jetzt so dunkel hier? Aber naja. Dann laufen wir einfach nur zurück und probieren das einfach nur. Weißt du überhaupt noch, wo wir laufen sollen? Du wartest an der Tür? Ach, da bist du. Ja. Da. So. Mal hier rein und nochmal runter. Du brauchst mir nicht sagen, dass der Partner an der Tür wartet. Ich bin doch schon längst da, Mensch. Wow. Da war schon wieder irgendwie. Das ist sicher die gleiche Sequenz. Es ist so wunderbar. Genau die gleiche Sequenz. Und hier liegt wieder ein Wandler. Wir können, ich glaube, wir können ja unendlich oft hoch und runter gehen. Und dann wird hier wieder Ressourcen gespawnt. Das ist auch so ein fast, kleiner, ne? Hack. Also kein Hack, aber. Bug. Ich hoffe. Ich habe jetzt diese ultimative, diese komische Waffe gerade in der Hand. Achso, du hast die auch. Mhm. Ich spare die mir jetzt erstmal. Ich will die einmal ausprobieren. An einem Vieh. Ja, ich glaube, ich laufe jetzt da so verängstigt rum. Ich glaube, jetzt werde ich angesprungen, aber. Wir mussten ja nach unten, oder? Das letzte Mal, wo wir hier rauskamen, war doch hier oben ein Tor, oder? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Mhm. Bin mir da gar nicht mehr sicher. Da liegt noch was. So, Matgel? Da bin ich nichts. Vermutlich habe ich das früher schon mal aufgehoben. Ach, da liegt auch noch was. Aha. Okay. So. Mal wieder hier. Ja, aber da wollten wir auch hin. Oh, da liegt wieder was. Altmetall. Gut. Und liegt bei mir auch da. So, jetzt ist die Stange installieren. Und jetzt können wir das drehen. F drehen. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Tata! Ich glaube, das ist eine Platine bestimmt wieder. Oh. Ich glaube, das ist die optionale Mission. Keine Ahnung. Oder einfach nur ein Safe-Raum, aber wie lame. Nur ein Safe-Raum. Ist ja nicht so, als ob wir noch keinen Dings hatten. Echt? Und das war's? Wie lame. Okay. Noch irgendwas hier? Nö. Die Frage ist, ob sich überhaupt gelohnt hat, weil ich musste diese Stange ja herstellen aus Ressourcen. Na super. Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit des Überlebens. Zurückrennen. Ja. Wo rennst du hin? Hier liegt noch Zeug rum gerade. Ah, ich sehe, cool. Das hatte ich gesehen. Du hast es gesehen, um die Ecke. Naja, ich hatte das gespürt. Achso, in dir. Ja. Mein Hirn ist halt multifunktional. Wir wollen jetzt nicht genauer wissen, was du in dir gespürt hast. Ja, ich hatte dieses Zucken, weißt du? Ist klar. Kann ich nachvollziehen. Siehst du? Genau das war die Intention, die ich verfolgt habe damit.
Ich glaube, in unserem Let's Play kann man wunderbar sehen, dass wir bekloppt sind? Pervers die Frauen eigentlich sein können. Nicht pervers, obszön, das ist der Unterschied. Ach so, das ist ein Unterschied, okay. Ja. Guck mal, noch ein Medipack. Hier werden die Sachen gespawnt. Stimmt. Ja. Da hatte ich auch ein Medipack. Hattest du auch ein kleines oder so ein mittleres? Weil sonst habe ich schon von vielen Männern gehört, dass die irgendwie davor immer noch davon ausgehen, dass Frauenabend heißt es dann, dass man irgendwie zusammen Tee trinkt und sich Gedichte vorliest. Was? Ja, was ja. Frauen kennen die denn? Ich weiß nicht, ganz komisch. Ja. Ganz bestimmt nicht uns. Da hat sich gerade was bewegt. Ja? Ja, aber liest sich das tot. Schade, dass da jetzt nichts zu sehen ist. Na gut. Aber an dieser Stelle habe ich versprochen, dass wir eine Pause machen. Ich würde mal sagen, wir schmeißen da noch offscreen unsere Sachen in den Safe rein und dann geht's in der nächsten Folge gleich wieder. Bis dann, Leute. Ciao.